Ja, ich danke vielmals, dass ich hier sein darf, Professor Dr. Faltin. Ich war schon zweimal bei ihm zu Gast und wir haben zweimal gesprochen zusammen und irgendwann mal hat er gesagt, möchtest du hier reden? Und da fiel es mir gar nicht so schwer, Ja zu sagen, weil ich ihn sehr schätze. Er ist einer der wenigen Professoren, glaube ich, der sogar richtig Geld verdient. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und ja, wenn man natürlich vor so einem riesen Publikum jetzt steht, wie jetzt hier, wir reden ja hier jetzt von mehreren hundert Leuten, was erzählt man denn da, wenn man beim Entrepreneur Summit ist und eigentlich fast die letzte Keynote ist? Weil man, mit Sicherheit haben wir jetzt ja gehört, Sie brauchen eine wunderbare Idee, dann wird alles gut. Wenn Sie noch ein bisschen Mut bringen, wird es besser. Und wenn Sie dann halt hingehen und ein riesengutes, ein richtig guten Team findet, ja, dann kann eigentlich nichts mehr passieren, dann sind Sie ja eigentlich schon Gründer. Ja, dann können Sie ja anfangen. Und das bekomme ich tatsächlich fast überall mit. Egal, wo ich bin, auf Mentorenprogramme, auf vielen Konferenzen, da komme ich zu, bekommt man exakt das mitgeteilt. Ich persönlich habe natürlich einen anderen Weg und deswegen hat man mich auch gebeten, persönlicher zu sprechen, aus meiner Sicht die Dinge zu betrachten. Das kann ich ja auch nur, weil ich damit am authentischsten bin. Ich kann nicht Bücher zitieren großartig, das ist jetzt auch nicht mein Thema, sondern ich werde ein wenig erzählen, wie ich die letzten Jahre erlebt habe und ich bin jetzt seit 20 Jahren Entrepreneur. Fangen wir mal an. Also, jeder Anfang fängt natürlich in der Kindheit an. Ich bin in einer Familie geboren, türkischer Herkunft, mit ganz verschiedenen Traditionen. Und dort habe ich dann halt vieles erlebt, tolle Kindertage gehabt und war dann auch sehr tüchtig in der Schule, so tüchtig in der Schule, dass das mein Abschlusszeugnis war. Manche würden sagen, das sind schlechte Noten. Ich fand das gut, weil ich hatte immer das Gefühl, das, was ich in der Schule lerne, bringt mich nicht weiter. Also was habe ich gemacht? Ich habe mit meinen Freundinnen den ganzen Tag gekifft und über mein Leben nachgedacht. Und irgendwann mal musste es ja so kommen, dass ich dann halt irgendwann mal mit 18 dann entschieden habe, ich muss hier weg. Weil wir wissen ja, was Franz Kafka gesagt hat, das sehen wir hier, ich muss mich nochmal drehen, damit ich es nicht falsch sage, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Also musste ich selbst gehen. Das war aber nicht so einfach, also das ist nicht so bei türkischen Familien, dass man sagt mit 18, Papa, Mama, bye, ich bin mal weg, ich lebe mir aber jetzt mein eigenes Leben. Das sieht man da ein wenig anders. Das war ein Riesenkampf. Und dann habe ich gegründet. Ich habe sehr viel gegründet. Ich habe dann angefangen, das ist mein erstes Büro, sehr süß eigentlich. Da habe ich dann mit drei, vier Mitarbeitern dann später gesessen und habe dann angefangen, verschiedene Firmen zu machen. Jeder Weg kann nur dann passieren oder kann funktionieren, wenn man halt hingeht und tatsächlich auch viele Konferenzen besucht. Ich war dann immer mehr in Konferenzen eingeladen, die hochkarätiger wurden, habe viele Interviews gegeben, war mittlerweile 160 Mal auf Bühnen, habe viele, viele Firmen gegründet, habe insgesamt 50 Millionen Euro Venture Capital bekommen und nochmal, ich bin ja immer noch Hauptschulabgänger, also das muss man dazu sagen, also keinerlei Bildung, aber einfach eine Idee und eine Vision gehabt. Dann habe ich mit ganz vielen wichtigen Persönlichkeiten getroffen und das wurde immer intensiver, immer mehr und habe dann auch in Universitäten, mittlerweile unterrichte ich in drei verschiedenen Universitäten immer wieder, und bin natürlich als aktiv im Fernsehen, Presse, habe ein Buch geschrieben, bin 37 Jahre alt. Wie bitte? Ich habe, meine Freundin sitzt hier vorne. Bin Komiteemitglied der UNICEF. Sorge dafür, dass weltweit UNICEF verstanden wird, digital. Bin bei der Landesanstalt für Medien aktiv. Habe die Deutschlandstiftung Integration gegründet, wo wir Schirmherrin Angela Merkel haben. Und bin Berater von DAX-Vorständen. Aber dann mit 35, das. Da fragt man sich, das kann doch nicht sein.
Und wissen Sie, wie es in meinem Kopf aussah? Ich habe ein Bild dazu heute gefertigt. Und zwar ein perfektes Bild. Das hier. Das sind verdammt viele Fragen. Das passiert, wenn man sie in Krisen bekommt. Und dann habe ich gedacht, nein, das sind zu viele Fragen, das kann nicht so sein. Also habe ich versucht, das irgendwie mathematisch zu berechnen. Ich habe also alles aufgeschrieben, habe da verschiedene mathematische Werte hintergepackt, wie viel wert ist mir was genau, um einen Erfahrungsindex überhaupt zu finden, damit ich herausfinde, wo stehe ich denn jetzt? Und anscheinend stehe ich so circa bei 75%. Also 25% kann ich mich jetzt noch erweitern. Spannend. Aber das kann nicht alles sein. Und da habe ich mich erinnert an einen Satz von Michelangelo, der sagte, oh, wo ist denn der Satz? Der ist weg. Der Satz ist weg, aber das macht ja nichts. Michelangelo sagte, ich lerne noch. Und das stimmt auch. Ich muss lernen. Und da hat mir Professor Dr. Bernd Trocholepsi Folgendes erzählt. Der sagte, geh zu den Menschen, die schon sehr viel Wissen haben, dann wirst du wesentlich schneller an dein Ziel kommen. Und er hat mich nur zum Schluss noch gefragt, wieso hast du es überhaupt so eilig? Du bist ja erst 37, weil mit Sinn des Lebens kann man sich auch mit 60 beschäftigen. Nein, ich weiß das, ich habe das im Gefühl, ich muss es jetzt tun. So habe ich mich mit ganz tollen Menschen getroffen und mich unterhalten. Und Folgendes habe ich gelernt und das möchte ich Ihnen mitteilen. 12 Jahre lang bin ich jetzt immer wieder auf der Suche nach tollen Fragen, die jetzt hier stehen. Und in den letzten 5 Jahren habe ich mich tatsächlich sehr intensiv damit beschäftigt, mich mit hochkarätigen Menschen zu treffen, um meinen Sinn, und nochmal, um meinen Sinn zu finden. Ich habe aber festgestellt, das meiste ist ähnlich. Das könnte auch zu Ihnen passen. Okay. Zuerst, bevor man sich überhaupt den Sinn fragt, muss man erstmal gucken, welche Fakten sind denn da? Was beschäftigt mich und was sehe ich? Also aus der Ich-Perspektive, ich sehe etwas, ich erkenne was und was tut sich daraus? Zuerst habe ich festgestellt, es gibt eine Balance. Also wir sind nicht mehr wie in den Steinzeitalter, wo man sich sofort den Kopf zusammenhauen muss oder auch in Kulturgemeinschaften, wo halt eine heftige Diskussion zum Tagesordnung steht. Sondern es ist nicht mehr Survival of the Fittest, sondern es geht wirklich um die Balance. Dann habe ich festgestellt, dass wir viel stärker mit der Natur im Einklang sind. Meine Freundin und ich sind mittlerweile Flexianer, das heißt also 90% vegan und 10%, naja, das ist nicht einfach, aber da denken wir zumindest darüber nach, woher kommt das Fleisch, wie lebt man, was tut man, also die Vielfalt der Natur ist ein Riesenthema. So bekommt man auch immer mehr mit, dass halt Menschen anfangen, andere Rohstoffe zu nutzen, statt halt die Erde auszubeuten. Das bekommen wir mit. Aber auf der anderen Seite wundere ich mich immer wieder, da gibt es halt einen riesen Debakel in den Ozeanen wegen Fukushima, aber keinen interessiert es anscheinend. Die digitale Transformation durch die Nähe zu den Maschinen findet statt. Das merke ich. Ein Freund von mir, und der ist wirklich einer meiner besten Freunde, sagte, mein Handy macht mich 5% hübscher. Ich habe festgestellt, und das ist etwas Faszinierendes, als wir damals als Kinder Radio zu Hause hatten, war das in Hörweite. Als dann unser Fernsehgerät kam, war das in Sichtweite. Meine Eltern haben die Möbel umgestellt. Dann kam mein Computer und dann war ich nur noch in Leseabstand. Das heißt, also der Computer ist mir sehr, sehr nahe gekommen. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist mein Handy heute in meinen Gedanken. Näher geht es nicht. Jede Aktion ist direkt eine Reaktion mit dem Handy. Ja, teilweise sogar ist es so, dass ich mein Handy raushole, irgendwas Digitales mache, wieder reinstecke und ich habe das Gefühl, ich habe etwas Tolles gemacht. Mein Digital Lifestyle ist vollkommen in Ordnung. Selbstorganisation ist ein Riesenthema. Menschen vernetzen sich und ganz ehrlich, ich fühle mich nie mehr allein, weil ich durch das Internet die Möglichkeit habe, jederzeit mit Menschen zu reden, zu kommunizieren und das ist etwas Faszinierendes, was mich immer wieder jeden Tag beschäftigt, wo führt das hin?
Das Recht auf Mitnutzung wichtiger als der Besitz. Das merkt man bei Carsharing, das haben wir bei Matthias Hawks heute gehört. Und die Auswertung und Analyse von privaten Daten wird unglaublich wichtig. NSA dankt es, natürlich, aber Fakt ist, wir haben Geräte in der Hand und plötzlich messen wir, wie wir schlafen, wie unser Tiefschlaf war, wie viel wir wach waren, wie viele Meter wir gegangen sind, optimieren uns, in einem Optimierungswahn sind wir fast schon und alles wollen wir miteinander verknüpfen, alle Daten, um möglicherweise dort einen Sinn zu finden. Unzählige Möglichkeiten erlaubt das Internet, maximale Auslebung der kreativen Kraft. Und als letztes, egal was wir tun, fragen wir uns immer wieder durch Google, durch Facebook, durch NSA, welche digitalen Supermächte bauen wir damit eigentlich auf? Das ist ein Gefühl, das ist sehr schwer zu erklären. Ich würde das fast schon so sagen, dass das halt ein Bauchgefühl ist, nicht ein Lebegefühl. Zu leben mit den digitalen Software und Hardware ist wunderbar, alles vereinfacht sich. Aber unser Bauchgefühl ist sehr schwer zu erklären. Ganz tief drin sagt, da stimmt doch was nicht. Und das beunruhigt mich. Nach neuen Fakten kommt neues Denken. Da bin ich jetzt schon wieder bei ich. Die Frage nach warum. Warum bin ich denn jetzt 20 Jahre Entrepreneur? Wieso soll ich mich denn schon wieder mit 24-jährigen neuen Entrepreneuren in eine, sagen wir mal, Kampf begeben? Und ganz ehrlich, so eine Gründung ist fast schon so ein kleiner Kampf, das täglich Spaß macht, mehr Abenteuer. Und mich dann bis nachts 12 Uhr dann mit irgendwelchen Codes und Software beschäftigen, weil ab 19 Uhr möchte ich gerne mit meiner Freundin zusammen den Tag genießen. Zum Beispiel, einer der vielen Fragen. Dann natürlich auch die Komplexität des Lebens zu verstehen. Ein Riesenthema, was mich ja die letzten Monate beschäftigt hat. Und das ist wirklich komplex. Sie haben das gerade an den Fragen gesehen. Ganz wichtig war, als Dr. Burda mir gesagt hat, wie ich mein Leben zu leben habe und wie ich halt am besten Geschäftsmodelle erkenne. Er sagte, die meisten Menschen machen den Riesenfehler, dass sie nicht die Landkarten sehen. Sie sehen die Wege nicht. Weil meistens geht man ja rein und kümmert sich um ein Thema. So, und gerade als Generalist muss man halt einfach eine Landkarte aufmachen und mal gucken, was passiert eigentlich genau wo, wie sind die Orientierungen, wie sind die Ströme, damit man das System als solches ein wenig mehr versteht. Fremde Bereiche beleuchten bedeutet das natürlich, aus dem einfachen Grund, wenn man eine Landkarte sieht, das kennen Sie, gucken Sie, das kennt man ja bei Germanwings oder wenn man Lufthansa fliegt, ich gucke immer wieder gerne auf diese Landkarten in diesen Magazinen, teilweise minutenlang. Und da gibt es fremde Bereiche, die kenne ich nicht, die will ich gerne beleuchten. So ist das im Leben immer. Dann Gedanken denken, die fremd erscheinen. Das war das Riesenproblem bei uns in der Familie. Ich durfte nicht darüber nachdenken, ob es möglicherweise, ob es die Möglichkeit gab, dass Mohammed vielleicht nicht ein netter Mensch war. Ja, einfach nur die Frage gestellt. Es ging ja nur um die Frage. Alleine das war nicht erlaubt und schon gar nicht, dass es Gott nicht geben kann. Das ist eine sehr zentrale Sache, die halt wichtig ist. Das hat mich geprägt. Ich denke immer über fremde Themen. Augenblick genießen, Chancen erkennen, gerade als Entrepreneur unglaublich wichtig, Zeitgeist spüren und einfangen. Es bringt nichts, dass Sie halt einen Zeitgeist spüren, aber diese nicht einfangen. Dann Vernunft verstehen und das war ein Riesenthema für mich. Was ist überhaupt die Vernunft? Da kann man mit Philosophen drüber reden, die werden Ihnen Sachen erzählen, die sind so unfassbar groß. Das bringt mir nichts. Ich habe Vernunft so erklärt, dass man täglich Erfahrungen macht. Diese Erfahrungen führen zur Erkenntnis, hoffentlich. Und der Erkenntnis einer Gemeinschaft, zum Beispiel hier, der Durchschnitt der Erkenntnisse in dieser Gemeinschaft, da entsteht eine Vernunft. Und so bringt mir das wesentlich weiter. Das heißt also, jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden, wenn man mir sagt, sei vernünftig. Ich habe immer unvernünftig gehandelt, weil ich meistens anders gehandelt habe als die meisten. Und damit dann auch dann Neues beginnen. Sehr spannend. Wenn man neues Denken gehabt hat, kommt die neue Haltung. Schließlich muss doch der Sinn sein, Werte meines Lebens und mein Entwicklungsgerüst zu verbinden. Das heißt also, Entwicklungsgerüst heißt die Brücke zwischen sozialen und ökonomischen Realitäten schaffen. Wie schaffe ich das? Innehalten, nachdenken und schauen, was man gelernt hat. Erkenntnisse formen, das vergessen wir manchmal. Wir erleben täglich unfassbar viel, aber mal darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich,
ist nicht einfach. Besitz ist die Funktion und Möglichkeit mitzugestalten, nicht zu besitzen, sondern halt darüber nachzudenken, wie man seinen Besitz irgendwie verändern kann, mit Leuten mitgestalten kann, das ist sehr wichtig. Sich in den Dingen sehen, die inneren Ziele verfolgen, ein unfassbar wichtiger Bereich, sich in den Dingen sehen. Und damit erklärt sich auch Liebe, nach meiner Meinung. Liebe ist, wenn man sich in den Dingen sieht, wenn man sich in Personen sieht, in Orten sieht und so weiter. Wenn ich mich darin sehe, zum Beispiel in einer Person, dann liebe ich diese Person. Wenn ich mich in Orten sehe, zum Beispiel in einer Arbeitswelt sehe, bei mir in der Firma sehe, dann liebe ich diese Firma in dem Ort. Wenn ich das aber nicht sehe, wenn ich meine Augen zumache und ich sehe mich nicht bei dem, was ich tue, dann kann ich es einfach nicht lieben. Das kann nicht wahr sein dann. Die inneren Ziele verfolgen. Sich finden, mit äußeren und inneren Zielen Übereinstimmung bringen. Das ist eine Aufgabe, die wächst. Und am Ende des Tages, egal was ich tue, Werte schaffen. Werte, die ich am Ende des Tages auch verstehen muss und auch dahinter stehen muss. Und am Ende kommt das neue Tun. Und so entwickle ich heute Firmen nach genau diesem Schema. Erstmal Fakten erkennen, dann darüber nachdenken, darüber eine Haltung aufbauen, um dann etwas Neues zu tun. Unternehmen schaffen, die Lebendigkeit fördert. Ganz einfach. Es bringt nichts, ein Unternehmen zu schaffen, die einfach von Anfang an nicht auf Liebe aufgebaut ist, nicht auf Ideen aufgebaut sind, die gut sind, die in sich eine gute Idee sind. Manchmal entwickelt man ein Produkt und sagt, mein Produkt kann. Mein Produkt hat folgende 20 Features. Ja, möglicherweise, interessiert mich überhaupt nicht. Was für einen Wert schaffst du denn mit deinem Produkt? Wie hilft es der Gemeinschaft? Wie können sich Menschen darin sehen, in deinem Produkt? Wie können sie das täglich nutzen und einfach leben, dein Produkt? Das ist doch eine wichtigere Aufgabe. Nicht zu schnell zustimmen, sondern dauerhaft Dialog führen. Wie oft habe ich erlebt, dass halt Gründer dann halt eine Idee hatten und dann sofort zum ersten Investor gegangen sind und sofort bei der ersten Zusage Ja gemacht haben. So habe ich keine 50 Millionen bekommen. Ich habe erstmal bei 2 Millionen gesagt, ja, ich muss mal nachdenken. Dann bin ich zum nächsten gegangen, habe dann bei 4 Millionen Nein gesagt. Weil der andere kommt definitiv, wenn der eine schon 4 Millionen zahlt, zahlt der andere 8 Millionen. Wissen Sie, für die Investoren spielt doch Geld in der Form keine Rolle. Die wollen doch genau diese Themen wissen. Wie lebendig bist du mit dem Produkt? Wie ernst meinst du es mit dem Produkt? Und am Ende des Tages ist, wie hart kannst du verhandeln? Wer will schon devote Gründer? Ich würde es nicht haben wollen. Unternehmen zur Probebühne entwickeln. Probebühne bedeutet für mich, es kann nicht sein, dass ein Unternehmen klein gedacht wird in meinem eigenen Zimmer, in meinem eigenen Büro. Sondern jetzt kommen wir so langsam aber sicher zum Thema, ich lebe Social Media. Wie kann ich ein Unternehmen perfekt in der Außenwirkung darstellen? Wie kann ich es schaffen, dass die Menschen über mein Produkt reden, obwohl es noch nicht mal auf dem Markt ist? Das ist eine zentrale Frage, die man sich stellen muss. Und genau da ist die Probebühne etwas Wunderbares, weil da kann man Zusammenspiel verwirklichen. Da kann man mal gucken, wie die Menschen reagieren, wie sie das finden, das, was man da präsentiert, um dann halt Zusammenspiel dann halt hinzubekommen, beispielsweise indem man neue Gründer findet, neue tolle Partner findet, ganz wichtig. Die Entscheidungsprozesse digitalisieren, damit Wirklichkeit schaffen. Entscheidungsprozesse digitalisieren bedeutet halt, von Anfang an klar zu machen mit all den Mitarbeitern, die man hat, wie will man eine Entscheidung hinbekommen. Sie müssen sich das vorstellen, dass die meisten Unternehmen scheitern, weil man halt auf den Chef wartet, dass der antwortet. Das kennt man bei den Konzernen. Also wenn Sie irgendwann mal in einem Konzern arbeiten, werden Sie den Konzernkrebs erleben. Der Konzernkrebs ist eine unfassbar schwer zu definierende Krankheit. Und die ist meistens tatsächlich in den oberen Ligen. Meistens eine Etage unter dem Vorstand. Dort kann es passieren, dass einer, der entscheiden muss, einfach sich nicht entscheiden möchte, weil es ihm nicht passt. Weil er denkt, obwohl
10 Leute davor schon überlegt haben, wie ein Konzept funktionieren kann. Unternehmensberater haben sich darüber geschaut und haben das als gut bekundet. Aber er hatte vielleicht einen schlechten Tag. Und dieser Mensch entscheidet, nein, ich will das nicht. Das ist interessant. Entscheidungsprozesse digitalisieren, dafür gibt es wunderbare Software, damit es machen kann. Arbeitsprozesse durch Social Web optimieren. Ein gutes Beispiel ist, unsere Firma arbeitet mittlerweile komplett über Drive, Google Drive. Alle Sachen werden darüber abgehandelt. Es gibt tatsächlich kein Papier bei uns im Büro. Und das ist jetzt kein Scherz, Matthias Hawks muss ich da widersprechen, sondern wir machen das alles über die Cloud. Weil ich einfach glaube, dass der Mitarbeiter vielleicht Lust hat, nicht im Büro zu sein, aber trotzdem muss er komplett Zugriff haben auf alle Dokumente. Nummer 1. Nummer 2, jeder Mitarbeiter stellt sein Dokument online und andere Mitarbeiter können einfach rein und mit ihm dann zusammenarbeiten an dem Dokument und man kann das genau nachvollziehen, wer welche Idee hinzugefügt hat. Und das geht über Google Drive, über die Möglichkeit von Google Office. Wunderbar. Man sieht genau mit Kommentaren, wer genau welche Idee hatte und wieso er das erklärt hat durch die Kommentare. So hat man den perfekten Zugriff auf alle Ideen, die in einer Firma passieren. Dann geht es weiter, dass man die Gedanken mit der Welt durch Mediademokratisierung teilt. Mediademokratisierung bedeutet nichts anderes, als dass wir die Möglichkeit haben, keine Gatekeeper zu haben. Mir ist es vollkommen egal mittlerweile und deswegen ist mir das Interview mit einer Zeitschrift weniger spannend als mein eigener Blog. Weil über meinen eigenen Blog kann ich exakt das schreiben, was ich denke und das wird nicht verfälscht durch einen Journalisten. Nummer 1. Nummer 2, wenn ich dann was zu erzählen habe, heißt das noch lange nicht, dass die Zeitschrift über mich schreibt. Auch dort sage ich ganz einfach, Mediademokratisierung, ich habe doch Facebook, Twitter, mein Blog. Ich brauche doch gar keinen Gatekeeper noch mehr dazwischen. Wieso soll ich ihm dann erklären, dass er über mich schreiben soll? Ich habe doch eine Botschaft, ich bin doch selbst mein Botschafter. Das kann doch nicht sein, dass ein anderer diese Aufgabe für mich übernehmen will. Das passt nicht ins Zeitgeist. Und dementsprechend baut man sich mit der Zeit ein Social Trademark auf. Ein Social Trademark ist sozusagen die Personenmarke im Internet. Das heißt noch längst nicht, dass man so im Privatleben ist. Das heißt es noch längst nicht. Aber Fakt ist, ein Social Trademark steht im Internet, positioniert sich, erzählt, baut eine eigene digitale Identität auf, die hoffentlich positiv ist, sonst funktioniert es nicht. Glauben Sie mir, man hat sehr schnell Followerschwund, wenn man Schwachsinn schreibt. Und dementsprechend ist das ein Filtersystem, was in sich selbst stimmt. Um dann am Ende des Tages Social Media zu leben. Social Media leben bedeutet nichts anderes als nicht aufhören, zu sagen, ich darf diese Information nicht rauspacken. Nicht aufhören, gedanklich damit zu verschwenden, zu fragen, bevor ich etwas poste, ist das gut für die Gesellschaft? Ist das gut? Tue ich damit was Gutes? Schaffe ich damit einen Wert oder positioniere ich mich einfach nur billig? Oder ist diese Information vielleicht schon 100-mal gepostet worden? Muss ich das jetzt nochmal posten? Wieso sollte ich das überhaupt posten? Bin ich überhaupt ein Experte dafür? Kann ich überhaupt einen Kommentar, wenn ich was poste, auch zurückkommentieren? Oder ist es einfach dahingestellt, dass ich einfach was Cooles finde und sage, ach, das will ich jetzt auch mal posten? Sondern welche Werte übertrage ich im Social Web? Wie positioniere ich mich? Wie schaffe ich mich wirklich als Social Trademark zu positionieren? Das ist eine zentrale Frage. Gleichzeitig auch die vollkommene Erschöpfung durch die Masse der Geschwindigkeit und der Reproduktion. Wie oft reproduziert man Themen, gerade auch wenn in der Zukunft die Google-Brille geht. Auch dort muss ich leider Herr Hawks widersprechen. Ich glaube, die Google-Brille wird fundamental eine unglaubliche Veränderung geben. Denken Sie alleine mal darüber nach, dass die Google-Brille in der Zukunft die Möglichkeit zeigt, wie man sich ausbildet, wie man Themen ganz anders lernt, wie man plötzlich durch die Google-Brille die Möglichkeit hat, Ingenieurswesen zu studieren, und zwar weltweit, wo es möglicherweise eine App gibt, jetzt Ingenieur werden. Denken Sie mal alle einfach darüber nach, was für ein Ausbildungsbeschleuniger das ist weltweit, was das bedeutet auch für unsere Ausbildung. Das muss man erstmal bewusst werden.
Dann natürlich auch, wenn man halt als Unternehmer aktiv ist, Werte schaffen, ein Riesenthema, was wir in der nächsten Zeit besprechen müssen. Auch dort widerspreche ich Herrn Hawks. Der sagt ja, wunderbare Welt der Crowdsourcing. Ja, wo man halt tatsächlich in Indien oder sonst was für $30 Mitarbeiter findet. So, das setzt doch unsere Leute auch unter Druck. Plötzlich werden junge, talentierte Designer für 170 Euro den Tag eingestellt, wo der normale Tagespreis bei 640 bis 800 Euro liegt. Ja, aber im Internet kriege ich das günstiger, bei 99 Designs. Das kann nicht der Wert sein einer Gesellschaft, das kann es nicht sein. Das ist Ausbeutung. Und das ist ganz wichtig, deswegen ist es auch total wichtig, dass man über Ausbeutung nachdenkt. Was beutet der Entrepreneur eigentlich aus? Cui bono, wer profitiert? Das kann meistens dazu führen, dass es der Entrepreneur selbst ist und nicht die Mitarbeiter. Und das kann nicht sein, dass die Samba-Brüder Milliarden verdienen und trotzdem für 8 Euro Menschen eingestellt werden in Lagerhäusern. Das kann nicht sein. So mache ich Social Media seit einigen Jahren und ich muss ehrlich sagen, klar, ich verstehe es selbst nicht, wieso mir fast 100.000 Menschen irgendwie folgen. Natürlich gibt es da Kreuzungen und so weiter. Verstehe ich es auch nicht. Aber es macht Spaß. Ja? Es macht furchtbar viel Spaß. Ich kann zum ersten Mal meine Gedanken wirklich frei teilen. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, jetzt bin ich aus der Sinnkrise raus und ich habe ein glückliches Leben. Tolle Freundin, schön ein Kind, was ich über alles liebe. Auch einer der größten Werte, die man halt mitgeben kann. Lieben Sie Ihre Kinder. Aber ich bin endlich frei, weil ich meine Informationen mitteilen kann. Ich kann nicht mehr gestoppt werden. Ich habe jetzt mein Netzwerk. Und das können Sie auch schaffen. Das müssen Sie verstehen. Schaffen Sie Ihr eigenes Netzwerk und Sie sind nicht aufzuhalten. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ganz deutlich noch bei all diesen Menschen da unten bedanken, die diese Gedanken letztendlich auch geformt haben. Vielen herzlichen Dank. Applaus